und vollgepackt mit tollen Sachen, vor allem aber Tatendrang, geht es weiter bei Might and the Magic 6, The Mandate of Heaven, wo wir uns nun wieder weiter im Tempel des Ba befinden. Zum, nun ja, 75. Male circa. Ich weiß es nicht, wie oft. Und wir probieren nun weiter mit den Schlüsseln unseres Ritters Cokes, hier die verschiedenen Türen und Tore zu öffnen. Wie zum Beispiel das hier. Jawohl, und hinter uns wieder Gegner erschienen. Toll, tolle Wurst. Aber einer ist schon dumm genug und rast auf uns zu. Ja, ein kleines, mickriges Popelskelett. Na, immerhin etwas. Und die anderen befinden sich nur hier auf der Seite. Das heißt, wir können hier sofort auf der anderen Seite runter. Das ist gut. Tür und schöne Sache aufmachen. Aha. Da war ja mal gar nichts drin. Geheimtürschlüssel? Okay, was? Also wir haben nun Schatzkammerschlüssel. Wir sind gerade also im Vorratsraum. Jetzt gibt es noch eine Geheimtüre hier. Na, gute Nacht aber auch. Und warum ist dieser Schlüssel zwei Felder breit und der andere nur ein Feld? Alles Merkwürdigkeiten. Über Merkwürdigkeiten. Gut, das heißt, wir dürfen alle Sachen abklappern. Wegen einer eventuellen Geheimtüre. Na, vielen Dank auch. Oh Gott! Ja, ja, ja. Ja, ne? Oh, das ist angenehm. Das ist angenehm. Die ganzen Skelette befinden sich jetzt hier einfach nur auf der einen Seite. Ich habe den Messdiener umgebracht. Da hinten im Tunnel ist, glaube ich, noch ein anderer. Aber die Skelette kommen hier nicht, weil Skelette können nicht springen, wegen des fehlenden Sprunggelenkes und den Muskeln, kommen hier nicht drüber. Oh, ein Kampf ganz nach meinen Wünschen. Endlich kann ich die Gegner so behandeln, wie ich mich bisher immer behandelt gefühlt habe. Nein, das war jetzt übertrieben natürlich, aber oh. Sowas nutze ich aus. Sowas natürlich. Wieso sollte ich mich da auch in Gefahr begeben, unnötigerweise irgendwie Klatsche einstecken? Wer bin ich denn? So, meins. Und jetzt nur noch Frau Skelett da hinten. Ja, die kleine Emily. Weg mit dir. Ja, meins. Dankeschön. So, dann haben wir das, das, das. Und einen Geheimtürschlüssel. Ja, vielleicht ist es dafür einfach, für diese Türe. Schatzkammer, Geheimtür. Klingt beides so nach dem, was ich will. Und wir sehen ja auch hier, guckt mal. Aha. Ja, ja, ja. Befindet sich eventuell die Geheimtüre hier schon irgendwo auf dieser Seite? Klicken wir mal alles ab. Okay, ich glaube, im besten Falle benutzt man dafür einfach die Space-Taste, weil die dann das, was man gerade alles anklicken kann, auf einmal anklickt. Na gut, aber hier anscheinend nicht. Hier nochmal gucken. Nein, 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 nein. Ha. Okay, keine Geheimtüre hier. Da ist auch nochmal was. Ach so. Oh Gott, ich bin doof. Oh, bitte. Oh nein. Ja, dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein, was das hier ist. Mir jetzt auch. Reden wir nicht drüber, in Ordnung? Einfach nicht reden. Was haben wir? Okay. Wow. Okay. Ein Flammenball kommt auf uns zu. Da müssen wir also in diesem Raum, der hier kommt. Okay, vielleicht können wir auf dem Wasser. Können wir. Oh, wir können auf dem Wasser laufen. Und das Wasser ist erfrischend. Es bringt uns zwar keinen Bonus oder irgendetwas, aber wir dürfen darauf laufen, dankeschön. Gegner? Keine Gegner. Welch sonderlich schöne Angelegenheit. Oh Gott. Oh Gott. Ich rieche doch schon Gegner, aber hier um die Ecke kommen. Jo! Sie haben mich noch nicht erspäht. Oh! Okay, speichern. Wer ist da? Messdiener, 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 Messdiener. Es sind quasi nur Messdiener. Aber das Problem ist, wenn ich reinlaufe, splitten die sich. Die stoben sofort auseinander. Ich möchte sie am liebsten alle auf einmal haben, damit ich halt immer wieder meinen kleinen Funkenflug machen kann. Lass es uns versuchen! Ja! Oh, wunderbar. Ja! So und nicht anders. Natürlich trifft jetzt der Kavallerist aus der ersten Garde nicht mehr. Ja, was ist denn jetzt mit ihm los? Was ist denn mit meinem Kavalleriemann? Der war doch mal so ein toller Held. Oh. Jawohl, ja.
Schön, schön, schön. Gucken wir uns mal. Wartet ganz kurz, nur im Pausenmodus wieder heilen, damit es schneller geht. Gucken wir uns dann mal die Sachen an. Wo hier eventuell... Nein. Achso, wenn dann natürlich mit Cokes alles anklicken wegen des Geheimraumes. Ich nehme an, auf der anderen Seite befindet sich auch nochmal genauso etwas. Jupp, jetzt können wir. Kein Geheimraum. Hochgucken. Und auch nur Messdiener. Dann 1, 2 und schöne 3. Ja. Ich mag es, wenn Männer vor Schmerz stöhnen. Eines der schönsten Geräusche. Au. Allerdings stöhne jetzt ich auch gerade schon ein bisschen. Vor aufkommenden, widerlichen... Oh, grün! Haben wir... Was? War es das? Nee, hier kommt ganz bestimmt noch mehr, aber... Das ist schon mal schön. Wir könnten hier jetzt quasi auch schlafen. Machen wir das. Perfekt. Perfekt. Weil dadurch haben wir jetzt einfach unsere Mana-Vorräte wieder komplett aufgefrischt. Da ist jetzt in meinen Augen nichts Verwerfliches dran. Jut, jut, jut. Gut, aber wir erinnern uns, dass hier jederzeit irgendwie Gegner auf allen Seiten spawnen können. Also, was ist das denn für ein schönes geflügeltes Ross? Oder nee, das ist nicht geflügelt, sondern das ist ein Pferd, wo hinten jemand draufsteht, der selber so eine Art, wie nennt man das, Stofffetzenumhang anhat. Und hier eine, oh verdammt, große Halle. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist zu groß. Wieso bewegen die sich denn jetzt schon? Ach du Scheiße. Aber es sind vor allen Dingen nur eine ganze Menge Messdiener. Ein Geistlicher bisher. Kein vermaledeit blöder Priester. Aber es ist dennoch doof, denn das ist zu groß. Hier passiert gleich irgendwas. Oh nein! Nein, 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 nein. Ich drehe mich vor Angst im Kreis und mache mich ganz schwindelig. Ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Deswegen speichern wir, wir dummes Kind. Hande da. Rodrigo Sanchez. Wünsche dieses Grinsen, Mann. Du weißt ganz genau. Ja, ich weiß. Komm, wir machen's. Dam, di, dam, di, dam, di, dam. Und hi, ti, tai. Und pum, ti, pum. Ach, du Schandscheiße. La. Gut, okay. Noch ist hier nichts passiert. Lauf erstmal nur so. Ja. Eingetroffen. Das ist schon mal wunderbar. Um die Säulen herum. Nee. Oh, was war das denn für ein Geräusch? Einer ist tot. Yo. Zwei sind tot. Kinder? Kinder, hört ihr das auch? Diese Glocken des Sieges, die langsam erklingen im Hintergrund, immer lauter werdend. Oh. Gut, 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 gut. Ja, 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 Hauptsache Schaden hat er bekommen. Au, 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 ich ja auch. Ja. Au. Okay, das wäre echt mies und dämlich, wenn sie uns hier wegstirbt. Dieser Mönchsgesang im Hintergrund ist so geil. Na, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Au. Was? Wie? Wo? Wann? Schups. Gut, er ist tot. Ist auch vor Schock gestorben einfach. Da ging auf einmal der Questlog auf. Ja. Aber oben sind auch nochmal Gänge, wie wir sehen. Und wir haben halt auch noch Schlüssel. Das heißt, ganz vorbei ist es hier offensichtlich wirklich noch nicht. Und irgendwas wird hier noch passieren, denke ich mir. Oh, nicht ein einziger Pfeil? Na doch, tatsächlich. Ja. Das ist gut. Deswegen, ich habe ja auch gemeint, lang, lang ist es her, dass sich manchmal halt der Pausenmodus absolut lohnt. Und in Fällen wie diesen ist halt dieses... Diese Chicken-Taktik, die ich hier fahre, glaube ich, das... Oh, was hier gerade für mich das Wirksamste ist. Oh Gott, nein, da oben sind doch Priester. Ich sehe sie jetzt erst. Die waren vorher nicht da. In meinen Augen. Die kamen später dazu. Die wurden einfach zu Priestern... Oh Gott, ernannt. Schwupps. Ganz kurz mal hier eine kleine Sicherheitsecke begeben.
Achso, ja, genau. Machen wir, damit es schneller geht. Huh. Aber das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Und rein. Genau, jetzt schießt ihr erstmal. Perfekt. Wow! Das, okay. Der blaue macht diese komische Autobahngeräusche. Toll, der Treffer, Max. Toll. Ja, Mist. So, weg mit dir. Ein bisschen erinnert mich die Musik im Hintergrund gerade auch an, ich glaube, Cosmo Canyon aus Final Fantasy VII. Komm, stellen wir uns mal vor dich. Ja, Mann. Gut, okay, jetzt lache ich noch, aber ich habe im Hinterkopf, dass sich da oben, ich glaube, mindestens zwei Priester befanden. Das heißt, das Lachen wird mir noch richtig im Halse stecken bleiben. Aber ich genieße es, solange ich es noch kann. Ja, da war Priester Nummer 1. Und irgendwo ist noch Priester Nummer 2. Die verstecken sich hinter so einem Pupsaltar. Sollen sie mal. Da ist Priester Nummer 2. Ja, 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 ja. Jetzt müssen wir hier... Jetzt müssen wir hier laufen und gut agieren. Schwing! Wow! Drei Priester! Alles klar, drei Priester. Zwei auf der rechten, einer auf der linken Seite, genau. Okay, gut. Da war ein Treffer dabei. Ja, gut, 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 gut. Nautsch. Nautsch, die Scheiße. Immer wieder zwischenheilen. Na! Da, 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 da. Aus. Aua! Die sind auch schnell, die Zauber von denen, oder? Die machen halt so wunderbare Speed-Karambolagen-Angriffe. Fickpackfuck. Oh nein, unsere Zauberpunkte gehen langsam zur Neige fürs Heilen. Okay, okay. Ich glaube, hier sind jetzt zwei Priester. Das heißt, wenn ich hier nach hinten renne und nur diesen einen angreife, bin ich erstmal geschützt vor diesen beiden. Das werde ich jetzt wohl machen. Nochmal zur Sicherheit, sind hier wirklich zwei? Ja, der hat noch gar keinen Schaden genommen. Oh, du hast schon... Oh. Und du da hinten? Naja. Na gut, kümmern wir uns trotzdem erstmal um den hier. Wupp. Ja, kein Treffer. Das war quasi gut. Ha! Nein, ich wollte... Gut. Du musst sterben. Wunderbar. Wenn der Rittersmann gut angreift. Warum mache ich nicht meinen Zauber? Bin ich denn Bläde? Wir können nicht mehr heilen. Nein, wir können nicht mehr heilen. Gut. Jut. Nummer 1. Der Priester. Okay. Okay. Dann zurück. Wir können es auf jeden Fall in der großen Haupthalle ausruhen. Aber das bedeutet, dass die Gegner dann auch wieder ihre... Lebenspunkte regeneriert haben. Moment, bist du derjenige mit weniger? Ja! Dann bleib mal hier bei der Säule. Ja, wunderschön! Die Säule habe ich mir gekauft. Das... Das ist das Glück der Dummen. Na, wo bist du? Okay, das war jetzt eventuell... Kann nach hinten losgehen, möchte ich jetzt nur mal sagen. Jetzt müsst ihr treffen. Ihr müsst jetzt echt treffen. Ja... Treffen. Gut, lassen wir das. Sie weigern sich gerade irgendwie. Das Glück der Dummen ist nun umgeschwenkt. Weiß nicht. Zum Eselspech. Das heißt jetzt zwar, dass der eine Priester wieder volle Lebenspunkte haben wird. Aber damit werden wir dann kurz klarkommen, wenn wir gleich wieder zurückkehren. Feuerkugel. Oh Gott, einfach laufen, gut. Gut. Schlummern! Danke! Haben wir ein Glück, dass wir hier nicht irgendwie überrascht werden? Das hätte jetzt auch noch natürlich mal passieren können. So. Immer an der Wand lang. Sehr gut. Ah, sieht auch klasse aus über uns. Drei Gegner befinden sich da. Und ich denke einfach, dass es das noch nicht gewesen sein wird. Irgendwas passiert ja, weil wir haben oben links und rechts nochmal so einen Gang. Und der wird ja nicht von ungefähr einfach da sein. Außer natürlich, der ist von ungefähr da. Keine Ahnung wirklich mehr, was das betrifft. Einige Sachen hat man sich in Erinnerung behalten und sowas dann leider nicht. Ich weiß allerdings nicht, warum. Vielleicht bin ich hier damals leichter durchgegangen.
Und hab die ganze Zeit gelacht dabei oder so. Na, gehen wir's an. Gut, da vorne ist nur ein Nesti, ne? Du bist... kleine Pustekacke. Wunderbar. Der Priester ist auf der Seite, das heißt, ich werde hier kurz pausieren. So machen. Sehr gut, jetzt zu dir. Einfach, dass ihr mich während des Kampfes... Jawoll, ja, gegen Mr. Oberblödfresse nicht stören werdet. Ja. Schabbat, schabbat. Schön. Ja, Treffer. Treffer finde ich was sehr, sehr Feines. Ich merke allerdings gerade, dass ich... Oh Gott, bin ich doof. Ich merke allerdings gerade, dass ich wesentlich besser gefahren wäre, wenn ich der lieben Bonnie als Magie... Er ist tot. Als Magie dann doch den Funkenflug auch beigebracht hätte einmal. Damit sie hier einfach auch hätte helfen können nebenbei. Weil das sind ja dann immer garantierte Treffer, wenn man am Gegner dran steht. Oder wenn der Zauber einfach den Gegner berührt. Dann trifft er ihn halt, ne? Ah, weil sie hat jetzt so oft daneben geschlagen. Wir müssen einfach noch bessere Dolche her. So, mal gucken, was gleich hinten beim Altar passiert. Weil da führt noch ein Weg nach draußen. Hm. Da passiert doch hier irgendwas. Ich behalte die ganze Zeit die Minimap oben rechts im Auge. Bin jetzt auch am Überlegen. Ich glaube, wir schlafen hier nochmal. Ah, Gott! Auch noch Spinnen, die mich überraschen. Von all den widerlichen... Ist klar, oder? Ist wirklich, natürlich. Von all den Widerlichkeiten, die mich hätten überraschen können, sind es natürlich die Popel-Pups-Kackspinnen. Ich wollte doch nur schlafen, Mann. Ich wollte doch nur schlafen. So. Jetzt haben wir natürlich nur zwei Leute, die hier mit dem Bogen angreifen. Das muss aber erstmal reichen. Haben wir auch einmal die komplette Farbpalette der Spinnen hier durch im Überraschungsangriff. Okay. Achso, das war's. Gut. Dann, Dankeschön. Ja, das passiert nämlich bei einer Vergiftung. Jetzt müssen wir erstmal gegenheilen. Wieder im schnellsten Modus. Danke. Und so. Hat sich ja total gelohnt. Wir haben, glaube ich, jetzt sogar noch weniger Mana als vorher. Und einer unserer Helden ist vergiftet. Schön. Gehen wir es weiter mutig an. Minimap im Auge behalten, Minimap im Auge behalten. Oh mein Gott, oh mein Gott! Bitte! Ja, nee, klar. Oh mein Gott. Waren das jetzt alles nur Skelette? Ich glaube schon, nicht wahr? Es klang jetzt nur nach Skeletten. Oh, wunderbar. Gut, weiter alles absuchen nach geheimen Sachen. Nisch, 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 nisch. Achso, ich hätte ja ihn. Gut, nochmal mit ihm. Machen wir so. Was? Oh! 5000! Schön! Ich glaube sogar, das wird dort auf der Minimap sogar angezeigt, dass man da was anklicken kann. Da, ja. Das ist die Fackel hier. Oh, geil. Oh, 5000 Gold, Kinders. Wir stehen wieder gut im Saft. Ach. Du. Heilige. Ach. Du hältst es. Ja. Das ist ja ein toller Tempel. Probieren wir mal von hier oben irgendwas zu töten. Nee, kannst du halt... Ja, das da. Jo, einer. Besser als nichts. Das Problem wird sein, wenn wir eigentlich auf die andere Seite müssen, weil da müssen wir ja nochmal an diesem Gang vorbei. Ja, das sehe ich auch. Oh. 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 Wir müssen in der Tat da nochmal vorbei. dann wäre es doch eigentlich am klügsten... Lasst uns mal hier nicht so was Dummes machen, sondern... Ja, kommt mal alle hier in meine Richtung. Bewegt euch mal alle hierher. Auch du! Auch du, Friedbert! Na gut, Friedbert will nicht jetzt laufen. Und dann stürzen wir uns hier gleich absichtlich runter. Schwupp! Und gleiten an der Wand lang. Jawoll, da ist jetzt zwar ein Skelettlord einmal von oben dazugekommen, aber... Das müsste jetzt so klappen, oder? Ohne, dass mir viele folgen. Also einer.
Ah, genau, die Wände absuchen, Wände absuchen. Keiner folgt mir. Hip, hip, hurra, der Plan ging auf. So. Irgendwas Geheimes. Ich meine, wie soll ich denn hier... Wie soll ich hier denn rauskommen? Soll ich hier nicht noch was finden? Das war jetzt nicht wahr, oder? Oh! Oh, Geheimnis. Hallo. Hier ist verstanden. Nicht... Hä? Schatzkammer? Es gibt noch eine Schatzkammer, oder wie? Wie? Oh. Oh, ein Flammenzauberstab. Und das Geläut... der Harmonie. Suchgegenstand. Ein Windspiel aus Messing mit Kupferketten. In die Oberfläche des Spiels sind Symbole von Bar eingraviert. Aha. Ah, du gutes, schönes Ding. Aha. Das tut gut. Wir haben's. Gut, und damit können wir raus, aber wir haben jetzt noch einen Schatzkammerschlüssel. Das heißt, wir können nochmal so eine Fackel anklicken für 5000 Gold, oder wie? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Und laufen umher. Machen hier dieselbe Taktik nochmal, bitte sehr. Gut, das war knapp beim Runterfallen. Hätten jetzt auch, wenn wir die Wand nicht erwischt... Oh, wenn wir die Wand dann nicht erwischt hätten, dann hätten wir, glaube ich, auch ordentlich Schaden gefressen. Ich mach mal so, dass wir auf jeden Fall alles anklicken, was es gibt. Nee, Gott, da wird mir ja selber gerade schlecht. Das mache ich nicht nochmal. So. Und? Nee. Hä? Okay, ist denn jetzt hier eine Schatzkammer? Wartet. Ah! Oh! Oh! Oho! 29, 159, 5, 125. Ja, das ist ja geil. Das ist die Schatzkammer. Oh, Geld. Geld. Hm. Seht ihr das, was ich sehe? Unten rechts? 24.000. Das geht... Oh, das zergeht gerade. Sowas von auf der Zunge. Wunderherrlich. So, jetzt muss nur noch mein größter, einziger Wunsch erfüllt sein. Nämlich, dass beim Zurücklaufen nicht irgendwo jetzt weitere Priester erschienen sind. Und dann hat alles geklappt. Auch wenn es wirklich mit der größten, vor allen Dingen mit der größten möglichen Hasenfußmethode dann geklappt hat. Aber es hat geklappt. Und eigentlich ist ja wohl nur das Ergebnis wichtig. Das war ja auch schon, ne, hier, Mathe-Klausuren und so, nicht wahr? Ja klar, wenn du den Weg richtig geschrieben hast, aber das Ergebnis falsch ist, dann gab es dafür ja keine Punkte. Aber wenn du irgendwie mit deinem eigenen Weg ein richtiges Ergebnis hattest, hat dich der Lehrer sogar noch gelobt. So, flieg vorbei. Tschüss. Wir müssen nur aufpassen, das geht ja jetzt auch bis zum Endgang. Oh Gott, es ist Wirklichkeit. Oh. Flieg vorbei, Ball. Flieg vorbei, Ball. Na, einen noch. Einen warten wir noch ab, dann gehen wir rein. Zoom. Und jetzt. Hopp, 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 hopp. Jetzt nochmal hier hinstellen, warten, weil der explodiert ja. Und jetzt. Oh, ich bin gerade... Oh, in mir geht gerade ein Vogelnest auf. Ein Gezwitscher und Gezirpe, das ist... Das ist nicht im Spiel, nein, nein, nein. Das ist in mir. Weil der Morgen angebrochen ist. Meine Helden sind erwacht. Haben wir auch ein Level up? Nein. Das nicht. Das nicht. Du hast alles, aber kein Level up. Nein, nein. Oh gut, dann können wir uns überall in Experte machen. Ja, mit dem Geld. Ja. Gott, war das gut. Also, ich gehe nicht mit einem kranken Rittersmann oder Kavalleristen jetzt zu dem guten Mann, der uns gleich unsere Belohnung entgegenreichen wird, sondern wir heilen uns dafür. Vor allen Dingen, wir sehen ja wirklich aus wie ich am frühen Morgen. Was ist denn das? Mach mir Kaffee. Der sieht gar nicht gesund aus. Hilfe. Schnupp, schnupp, schnupp. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? Ja, na, natürlich dürft ihr das. Nehmt die... Okay, wie guckt er? Achtet auf ihn mal bitte.
Oh, macht das jeder von euch? Alle gucken nach oben. Leb wohl. Leb wohl. Dankeschön. Achtbarer Ruf. Die Acht schon wieder dabei. So, und nun nach unten gehen und das Geläute der Harmonie zurückgeben. Ich hoffe, er kann mit seinem Klingglockenspiel da irgendwie was anfangen. Wenn nicht, dann ist er doof. Sup, sup, sup. Hier lang, da lang, so lang. Hallo. Hallo. Buchführung, Suchauftrag. Ah nee, das ist die Harfe, das... Geläute der Harmonie aus dem Tempel... Ah, zum Rathaus, natürlich, das wusste ich. Geschlossen. Auch, dass es zu ist, habe ich gewusst, denn ich glaube, wir sind jetzt genau eine Stunde da oben gewesen. Nein, ich. Ach, Free Haven können wir anreisen von hier, klasse. Aber danke, nein, will ich nicht, nein. Brauchst du ein Pferd? Neues Saint-Pigal ist wohl eher mein Ziel. Pferd gesattelt. Das Rathaus hat noch lang nicht auf. Wir kennen ja das Debakel hier. Die Beamten immer, ne? Arbeiten von 10 bis 12. Ich brauche deine Hilfe. Nee. Guck mal hier. Oh, gute Arbeit. Hier ist dein Gold. Oh, ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du den Tempel zerstört hast. Die Straße nach Iron Fist ist jetzt wieder viel sicherer. 28.000. Dank dir ist die Straße nach Iron Fist jetzt wieder viel sicherer. Unser Dank ist dir sicher. Und? Kein neuer Auftrag. Achtbare Männer sind wir. Oh, Sieg fühlt sich so gut an. Es schmeckt wie Artischockenherzen in Knoblauchöl. Wie wäre es mit einer Lektion? Wie wäre es mit ja, du komisch aussehender Mensch, dem ich niemals ein Training zugetraut hätte? Okay. 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 Danke. Okay. Gott, ist das geil. Gut, zurück nach Burg Iron Fist und unsere Rüstungen verbessern. Aber gut, dann halt nicht nach Burg Iron Fist, wenn das Spiel nein sagt. Was? Okay, noch ein Tag. Brauchst du ein Pferd? Ja! Sattel die Pferde. Ich sattel auch dich. So. Und jetzt nur noch in diese schönen Häuser rein. Und unsere Abwehr verstärken. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Newt Hedro. Eine Frau. Gut. Experte werden in Leder. Ich kann dich zum Experten mit der Lederrüstung machen. Für nur 1000 Goldstücke. Allerdings musst du bereits über Erfahrung mit der Lederrüstung verfügen. Tu ich. Ja. Tu ich. Ich bin sehr erfahren in meiner Rüstung. Hallo. Dann haben wir den Experten am Schild. Das wird dann einmal unsere Klerikerin. Ein Schild kann richtig benutzt einen großen Unterschied im Kampf ausmachen. Du musst dich gut verteidigen, wenn du gewinnen willst. Ich kann dir ein fortgeschrittenes Training anbieten, wenn du schon etwas Erfahrung mit Schilden hast. Stufe 4. Und mir 2000 Goldstücke bezahlt. Okay. Okay. Und auch du. Okay. Okay. Wie glücklich die sind, dass sie Geld wegwerfen. Hallo. Die Panzerrüstung. Was? Ich erfülle die Voraussetzung. Was? Ein Experte der Panzerrüstung kann sie mit Eleganz und Stil tragen. Ich vermittle diese Fähigkeit an meine Schüler. Wenn sie schon Erfahrung haben, Stufe 4 und 1000 Goldstücke. Wir haben noch... Was? Moment, was? Tatsächlich. Hallo. Hallo. Okay. Okay. Und dann jetzt Kettenrüstung. Hallo. Wie geht's? Die Kettenrüstungsfähigkeit muss wie jeder andere erarbeitet werden. Es ist weit mehr als nur einen schweren Mantel zu tragen. So viel ist sicher. Ich kann dich für 1000 Goldstücke zum Experten ausbilden, wenn du deine Kettenrüstungsfähigkeit schon mitentwickelt hast, Stufe 4. Ja. Ja? Ja. Oh. Wunderbar. Oh, ist das schön. Ich fühle mich viel mehr angekommen. Ich bin jetzt im Spiel. Und wisst ihr, was ich jetzt noch machen werde? Das kommt mir nämlich erst jetzt in den Sinn. Gott. Brauchst du ein Sattel die Pferde? Nach Neu-Saint-Pigal. Denn dort, ich Tumba-Tumba-Tor, gab's doch hier Lehrer. Oh, hallo! Experte der Körpermagie. Ich war so doof. Okay. Ja, danke. Und noch mehr. Das war nicht der einzige. Experte der Geistesmagie brauchen wir nicht. Alles klar? Vorerst. Vorerst. Wie geht's? Experte der spirituellen Magie brauchen wir vorerst nicht. Vorerst. Vorerst. Und dann haben wir hier. Schaut mal Wie her. Geht's?
Experte der Erdmagie. Die wir noch nicht kennen. Toll, toll. Oh, hallo. Experte der Feuermagie. Ja. Jetzt brauchen wir noch Experte der Luftmagie. Mhm. Moment mal. War der nicht da oben? I think so, yes. Let's save a bit. Nee, hier ist doch direkt eine Bank. Geschlossen. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt wirklich kein Risiko eingehen, sondern zahlen 18.000. Die machen wir einfach 18.200, damit wir noch 53. Ah nee, wir brauchen ja Geld, genau. Machen wir 16.000. 16.000 einzahlen. Was? Okay, nochmal. 16.000 einzahlen. Jawohl, dann raus. Fliegen sprechen. Moment, fliegen sprechen. Und jetzt achtet mal auf den Turm. Das ist nämlich das, glaube ich, was uns in Burg Ironfist getötet hat. Ich flieg mal. Da müsste doch eigentlich gleich was kommen, oder nicht? Bin ich bescheuert? Ja. Der Turm feuert auf uns. Habt ihr das gesehen? Ja, okay, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann ist echt... Kann ich euch auch nicht helfen. Hallo. Ja, der Experte der Luftmagie ist hier. Es gibt Wege, magische Energie aus der Luft zu ziehen, um deine Zaubersprüche mächtiger zu machen. Wenn du schon Praxis mit der Luftmagie hast, Stufe 4, dann bilde ich dich für 1000 Goldstücke weiter aus. Ja! Noch nie habe ich so ein schönes Ja gehört. Und Chaos-Salem. Noch mehr Tricks der Luftmagie kann dir Chaos-Salem in Mist beibringen. Wunderbar. In Mist. So ein Mist. Und du bist eine Töpferin. Schön für dich. Hau mal ab da, Mädel. So. Wir hätten auch alles früher machen können. Oh Mann. Warum war ich so schwach? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Wir haben nicht so viel Schaden an Gegnern gemacht und die Gegner haben uns eine Menge Schaden gemacht. Woran lag das denn? Doch nicht etwa daran, dass ich mich die ganze Zeit nicht mehr umgesehen hatte. Ja, Experte der Kondition. Ich hätte halt zu gerne. Wirklich. Kondition. Hallo. Hallo. Wie geht's? Meditationsexperte, ja. Mehr Zauberpunkte. Und du hast noch nicht Stufe 4 in Meditation. Was für dich allerdings wunderbar wäre. Noch mehr Magiepunkte. 85 sogar. Wie geht's? Überragend gut. Was schaust du dir da an? Ja, dein Po. Nein, Schwachsinn. Ich schaue mir einfach nur an, ob du irgendwelche Fähigkeiten hast. Gut. Gut, jetzt kann ich auch mein Geld wieder abheben von der Bank. Weil eventuell möchte ich jetzt noch das ein oder andere Kleingut kaufen. Was kann ich für dich tun? Abheben alles. Der muss ich auch fragen, was bin ich für ein merkwürdiger Kunde? Vor 5 Minuten alles Geld eingezahlt und jetzt will ich es wieder haben. Total vertrauenswürdig, die Bank. Daumen hoch. Jetzt lasst uns mal hier drüben hingucken, noch in die Gilde der Elemente. Dort kann ich mir nämlich auch noch die Erdmagie beibringen. Feuer. Jawoll. Wasser und Erde. Und du könntest Feuer, Wasser, Erde lernen, aber in meinen Augen, ne, ist das halt das verschwendete Liebesmüh. Ich brauche halt für mich nur einen einzigen Zauberer. Oh, hä? Och, die Gegner sind schon wieder Was ich euch gesagt hatte, Gegner erscheinen ja ganz gerne mal wieder, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Zeit das in den jeweiligen Orten ist, weil sich das auch unterscheidet. Und ich glaube, dass Neu-Sorpegal dort der Ort mit der geringsten Rate ist. Das bedeutet aber auch, dass die ganzen Schatztruhen wieder gefüllt sind. Geistes, Körper und spirituelle Magie. Nee, hier ist auch leider nichts, was die uns beibringen können. Gehen wir nur mal ganz kurz in den Hintereingang rein. Jawohl, ja. So, und hier gab es noch eine Tür. Oh, hallo. Der Experte Schön, des Lernens. Dass du da bist. Ja, irgendwas haben wir bisher noch übersehen, wo wir Lernen und Konditionen uns aneignen konnten. Was macht ihr denn hier drüben auf der Insel? Ein Bankier, ein Lehrer, ein Missionar und ein Fassbinder. Zwei Männer, zwei Frauen. Wir lassen die da einfach mal auf der Insel der Lust weiter vor sich her lüstern. Während wir noch mehr Sachen einheimsen. Oh, so schön gerade. Oh, vor allen Dingen. Es ist so ärgerlich, weil der Funkenflug wäre so viel effektiver gewesen. Einfach, der hätte nämlich 2 Funken mehr gezaubert die ganze Zeit. Und das hätte den Gegnern ordentlichen Schaden gemacht. Dann wären auch die Priester schneller gestorben und alles. Ne, ich hab's mir unnötig schwer gemacht. Ich glaube, das können wir gerade alle einvernehmlich
einfach befürworten und bejahen. Aber man macht halt immer Fehler. Habe ich nicht dran gedacht. Verdammt. So, nun jetzt hier noch den Felsen aufmachen. Ein Heldenschwert. Nee, Meisterschwert. Alles klar. Diese Waffe, ein extrem hochqualitatives Langschwert, ist eine von nicht mehr als 1000 ihrer Art, die zwischen 780 und 800 vom Meisterwaffenschmied Mekorik, dem Blinden, geschmiedet wurden. Auch jetzt noch eine schöne neue Waffe für unseren Rittersmann. Das ist ja wunderbar. Ich meine, guck mal hier. Das ist 290 wert. Das ist 500 wert. 9, 3D3 plus 9. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Rababbel, rabum. Das meine ich. Jetzt haben wir hier wieder unsere guten Freunde, die Goblins. Dann machen wir uns einfach hier... Vergehen wir uns ein bisschen an den Schatztruhen, die diese ja da zu liegen haben. Ich glaube, das sollte jetzt hier wirklich so gut wie gar kein Problem mehr sein. Hoffe ich, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Und da haben wir hier doch ein bisschen aufs Maul bekommen. Deswegen wir mal erstmal töten und dann können wir groß das Maul aufmachen. Das läuft gut. Und die Fässer sind auch wieder. Auch nicht vergessen, dass ich zum Strand gehen soll. Ach ja, und übrigens, was man jetzt sieht auf der Minimap, neben halt den Gegnern, die man vorher auch schon gesehen hatte mit dem magischen Auge, sind zum einen, wenn es euch auffällt, wenn wir selber schießen, unsere Projektile, und wir sehen auch die Projektile der Gegner, die diese verschießen. Ja, bringen wir den auch noch um. Jawohl. Und wir sehen auch noch andere Sachen zum Aufheben. Dieses Blaue hier zum Beispiel. Das sind dann so in den meisten Fällen einfach Kräuter auf dem Boden, die mich halt leider weniger tangieren. Aber es können auch zuweilen mal so Goldstücke sein oder halt ein ganzer Gegenstand, der da liegt. Und sowas ist dann nie verkehrt. Also, schön. Hat sich jetzt auch noch das magische Auge verbessert. Und ich glaube, auf der letzten Stufe zeigt es dann Punkte von Interesse an oder so ähnlich hieß das. So. Verstanden. Oh ja. Mal ein verzauberter Gürtel? Ja, wäre ja was gewesen. Söldnergürtel hatten wir aber noch nicht. Ein breiter Ledergürtel mit einer großen, protzigen Schnalle, wie die, die Banditen und Söldner bevorzugen. Sowohl Söldner als auch Banditen haben als Kampfhilfe gerne kleinere Verzauberungen an ihnen. Ja, hätte ich halt auch gern, ne? Ich bin anscheinend weniger wert als ein Söldner, Popöldner. Klasse. Oder als ein Bandit. Ja, den werde ich es noch zeigen. Was ich hier wert bin in dem Spiel. Sammeln, 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 sammeln. Geld, 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 Geld. Ach, ist das schön. Mensch, aber wirklich vom Regen einfach zu Sonnenschein hat sich das auf einmal gewechselt nach einfach der Erfüllung dieser einen Mission. Seitdem läuft, also was heißt seitdem läuft das? Aber wir haben jetzt erstmal so ein wunderschönes Upgrade für die meisten unserer Sachen bekommen, dass wir in unserer Kampfesstärke jetzt schon fast verdoppelt sind. Also wirklich, der Funkenflug macht eine Menge aus. Das ist wirklich eine unbeschreibliche Menge an Schaden, die da nun einfach mit hinzukommt. Ja, genau, ich wollte noch zum Hafen. Dort sind nämlich neue Fässer erschienen. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal die Dragonerfestung, oder? Ja, klingt doch angenehm. Und da gehen wir jetzt einfach... Ja, machen wir. Aber jetzt beschlossen. Dann gibt es auch keinen Weg drumherum. Naja, vielleicht gibt es schon einen Weg drumherum. Das sehen wir dann, okay? Da war jetzt wieder der Übermut in mir und ich musste mich wieder auf meinen Rodrigo Sanchez hier konzentrieren, der mir gesagt hatte mit seinem verschmitzten Lächeln, na, so weit genau, was passiert. So. Meins, meins, meins. Ja, auf der anderen Seite sind popelige Magier. Die nehmen wir jetzt aber einfach mal weniger ernst. Ja, die zaubern ja auch nur anscheinend den Berg an. Sollen sie das tun? Was haben wir? Gelb? Grün, leer. Was? Okay, ihr kommt über den Berg. Gelb, grün und leer hatten wir. Das waren Geschick und Ausdauer. Gut, Bonnie. Yep. Na gut, Ausdauer, dann du. Und Geschick. Perfekt. Ich möchte erstmal, dass Bonnie hauptsächlich trifft. Das war's. Ah, und jetzt gibt's hier noch Hufeisen neue. Dumm, die dumm, die dumm. Und dann hinten noch eine Schatztruhe. Natürlich holen wir uns auch noch. Wir
Wir könnten jetzt natürlich auch nochmal in die Goblin-Wacht rein. Das ist halt alles jetzt auch wieder gerespawnt, sag ich mal. Also in der Goblin-Wacht sind meines Wissens nach auch wieder die Goblins drin, selbst wenn wir diese Festung einmal komplett befreit haben halt von den Goblins. Und der verlassene Tempel von Ba ist jetzt wieder gar nicht mal mehr so verlassen, sondern da befinden sich wieder die lustigen Kobras drin. Zudem auch die Kobra-Eier natürlich, die man wieder verscherbeln könnte für insgesamt 1800. Und ich glaube auch sogar die Spinnenkönigin ist wieder da. Allerdings gibt die uns dann nicht den Questgegenstand. Also an sowas erinnere ich mich dann, aber an diesen Tempel von Ba einfach wie ausgelöscht, dass hinter mir 5000 Skelette erscheinen. Warum, Kopf? Warum machst du das? Und hier noch die. Und dann gab es noch oben eine Schatztruhe. Ja, also einfach alles mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Ist ja alles Geld, 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 Geld. Und zumindest in diesem Spiel stinkt Geld überhaupt nicht. Oder wir machen mal was. Wisst ihr, was wir mal machen? Ah, nee, die meisten Gegner könnten sich jetzt auch gerade in dem Tunnel befinden. Ach, Quatsch. Wisst ihr? Wir haben doch. Wo ist mein Meteorregen? Da ist mein Meteorregen. Geben wir es mal ihr. Oh Mensch, ganze drei Gegner getötet. Aber immerhin. Später haben wir den Meteorregen auch als Zauber einfach die ganze Zeit bei uns. Nein. 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 Wir sehen uns wieder. Ich schneide das. Bis gleich. Scheiße. Hallöchen, meine lieben Leute. Das ist der letzte Speicherpunkt gewesen. Ja, wir dürfen uns alle Expertenlehrer und so nochmal holen. Hey, Mann. Hallo. So, ich mach das nur ganz kurz, ganz schnell, so leid es mir tut. Das ist halt wirklich, das ist halt wirklich doof, nicht wahr? Also ich glaube, wir durften hier sogar noch eine Quest abgeben. Ja, wunderbar. Ach, Mann. Das ist ärgerlich. Ja, ja, natürlich. Das Rathaus, wie immer. Ist man ja nicht anders gewohnt, den Kummer. Nein, du wolltest das. Nein, das war auch falsch. Hä? Hm? Nee, hatten wir dann doch alles. Alles klar. Ja, gut. Gut, das hatten wir dann schon gemacht. Gut. Oh, Mann, ich bin einfach... Hallo. Das ist zum zweiten Mal halt passiert. Das tut so innerlich dann doch ein bisschen weh. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Experte in Feuermagie bitte werden. Dankeschön. Dann holen wir uns jetzt den Flug wieder von unserer lieben Flugmeisterin hier. So. Ich will halt nicht, dass ihr hier irgendwie die ganzen Sachen, ich sag mal, verpasst oder so. Dass ich hier einfach irgendwas überspringe. Weil das wäre dämlich. Fliegen. Zack. So, zeigen wir das also auch nochmal. Jetzt gehen wir hier rüber, noch die Meditation, glaube ich, für beide machen. Du warst dafür allerdings noch nicht bereit. Haben wir also so gemacht. Schön, dass du da bist. Schön, okay. Dass du da bist. Okay. So. Und ich glaube, einen Stufenaufstieg konnten wir auch noch irgendwo verwursten. Oh, hallo. Kondition haben wir noch nicht gelernt, komischerweise. Hallo. Das sind einfach nur Gräber. Hallo. Hallo. Wie ein Anschrei mit ihrer widerlich freundlichen Art. Genau, ich wollte noch hier die Erdmagie mir lehren lassen. Uah. Energie von Feuer, Luft, Wasser und Erde. Genau, und da ist halt eben gerade der Feuerball eingeschlagen. Ach, wir können ja mal gucken, ob nicht hier eventuell ein Flugzauber Energie direkt zu kaufen Feuer, wäre, obwohl das, glaube ich, gar nicht möglich ist. Kältestrahl, Stützstrahl. Nein, gut, gehen wir also wieder raus. Und dann hatten wir hier drüben nur noch die Goblins getötet. Und dann, ich sammle jetzt einfach nur den einen Schatz oder die zwei Schätze ein, die ja noch da waren. Und das war's dann. Beim nächsten Mal machen wir dann hier nochmal ein bisschen mehr Neusorpigal. Ah, aber stürzt halt immer ganz gerne ab, dieses kleine, süße, tolle, doofe Spiel. Warum? Warum? Das ist halt jetzt erst das zweite Mal, dass es überhaupt passiert ist. Oh, jetzt ist natürlich ganz bestimmt... Wir haben so ein tolles Schwert gefunden. Das wird jetzt hundertprozentig nicht noch einmal dort auftauchen. Verdammte Kackwurst. Schuldigt. Ein bisschen fluchen darf man, wenn sowas passiert. Das ist nicht schön. Das will man nicht. Ja, ja, da schlägt der Feuerball ein. Wir müssen hier nur vorbeiziehen. So. Landen und normal weiterlaufen. Zeig her. Verstanden. Ach, so ein Kack. Du kannst mich mal spielen, weißt du? Du kannst mich mal. Oh, jetzt holen wir uns dann hier doch noch diese Sachen. Verstanden.
Ach, traurig bin ich. Sehr, sehr traurig. Schön, schön, schön. Dieses geile Schwert. Darüber hatte ich mich jetzt gerade wirklich sehr gefreut. Wird nun doch erstmal keinen Nutzen bei uns finden. Ach ja, aber hier ist derselbe langweilige Gürtel drin. Nee, okay, der hat diesmal Intelligenz plus 3 drauf. Ist also nicht ganz so schwachsinnig. So, und weg hier. Dann wollte ich noch da an den Strand. Und dann haben wir all die Sachen gemacht, die wir eigentlich machen wollten. Und dann ist ja auch mal gut hier. Ne? So, landen. Erstmal ein bisschen ausweichen, nicht, dass von oben noch der Turm gleich schießt. Mit dem Feuerball des Todes. So, so, so. Hab schon wieder zu viel gelobt, nicht wahr? Hier. Ja, er guckt jetzt gerade ganz anders. Wenn ihr euch erinnert, eben gerade hatte er weniger gegrinst. Aha. Ja, ja, ja. Leer, blau, blau, rot. Okay. Ah, nee, Charisma ist blau. Verdammte Axt. Nee. Haben wir einen Charisma-Punkt gerade verschwendet. Egal. Gut, holen wir uns jetzt noch die Hufeisen. Und fertig ist die Laube. Dann sehen wir uns wirklich beim nächsten Mal wieder. Ja, bei der Söldnergilde. Oder nee, die Dragonerfestung. Richtig. So war ja der Name. Speichern. Nur ganz kurz. Dann machen wir das hier doch noch. Nee, dann beim nächsten Mal ohne Wenn und Aber, wie ich es gesagt hatte, die olle Dragonerfeste. Da sind dann halt diese Raufbolde und so drin, aber mittlerweile haben wir jetzt ja unsere ganzen Fähigkeiten schon etwas verstärken dürfen. Jetzt mal vom Bogenschießen abgesehen, aber Rüstung und so ist schon eine Menge wert. Ich glaube auch nicht, dass es am Meteorzauber lag, ehrlich gesagt, weil ja, wir sind halt danach, haben wir uns erst noch bewegt und beim Drehen ist halt irgendwas wieder schief gegangen. Vielleicht dreht man sich auch zu schnell. Da kommt das Spiel nicht gut hinterher. Oder irgendwas. Das Spiel hat einfach keinen Bock mehr. So, fertig. Schön. Zurückfliegen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Am besten hinter das Haus allerdings. Nicht, dass wir hier große Scheiße gleich haben. Noch einmal schlafen gehen. Und dann beim nächsten Mal geht's weiter. Viel geschafft, viel Gutes geschafft. Ich habe eventuell jetzt auch irgendetwas vergessen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Falls ja, bitte hasst mich nicht. Wo der Wasserexperte ist, das weiß ich auch gerade nicht zu sagen. Wir könnten auf Luft auch noch ein paar mehr Punkte jetzt schon raufgeben. Ja. Und sogar noch mehr Punkte raufgeben. Perfekt. Damit könnten wir Luftmeister werden, wenn wir nach Mist gehen. Aber ich glaube, dafür müssen wir auch noch eine andere Aufgabe vorher erfüllen, bevor wir einfach so Luftmeister werden können. Aber auf jeden Fall macht jetzt unser Funkenflug ordentlich Schaden, wenn wir am Gegner dran stehen. Wir haben Stufe 7 drin. Er richtet 2 Schadenspunkte plus einen pro Fähigkeitspunkt in Luftmagie an. Das heißt, jeder kleine Funken macht 9 Schaden. Sind 5 Funken, das sind 45 Schaden. Das sind 45 Schaden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist... Oh. Das ist was Schönes, was er drauf hat. Und es kostet so wenig. Es sind 4 Zauberpunkte. Und wir haben 82. 20 Mal können wir das machen. Hallo, komm herein. Hallo, ich bin schon drin. Und tschüss. So, beim nächsten Mal, meine wunderschönen Kinder da draußen. Absturzfrei geht's dann hoffentlich weiter, der Brei. Euer Funk Royal. Verbleibt mit Liebe. Genießt das Leben. Over and out.